Neues für das Archiv. Das erste Mal, dass sie selber schnell sagen, wie ihr vollständiger Name ist. Ja. Und Geburtsdatum. Hans Heierling, 29.07.25. Ja. Gut. Ja, wir finden jetzt einfach gerade mal, ich fange jetzt einfach mal an mit dem, als roten Faden. Wie und wenn ist Ihnen bewusst worden, dass vom Nachbarland Deutschland eine Bedrohung ausgeht? Ja, das ist so circa von 1938 bis 40 in dieser Periode. Haben wir das schon davor natürlich zu spüren gekriegt. Und wie hat man das zu spüren gekriegt? Bei uns war es hauptsächlich, dass gewisse Geschäftsleute unter Druck gesetzt worden sind. Dann auch andere Familien, die Kinder hatten, Deutsche, die da als Handwerker oder Geschäftsinhaber gelebt haben, zum Teil angegangen worden sind, ihre Söhne für Wehrdienst bereit zu halten. Und zwar Italiener und Deutsche. Und sonst ist auch von den Medien aus entsprechende Meldungen und Warnungen ausgegangen. Also da könnte ich jetzt nicht unbedingt mithalten, weil ich bin damals in einem Alter gewesen, wo man natürlich noch nicht grosse Zeitungen gelesen hat. Und wir haben uns mehr direkt mit allen möglichst fast gleichaltrigen Leuten unterhalten und da dann schon etwas mitgekriegt. Wenn ich jetzt einfach sage, Davos während dem Zweiten Weltkrieg, was sind so die allerersten Emotionen, Gedanken, was ist das, was Ihnen am meisten geblieben ist in dieser Zeit? Ja, sicher Nummer eins war, dass Davos natürlich praktisch als die Hauptstadt der Nazi-Provinz Schweiz damals schon gehandelt worden ist. Ich habe auch die ganze Geschichte vom Wilhelm Gustloff erlebt. Und dort hat man dann natürlich erstmal so richtig bewusst worden, was mit Davos eigentlich von Nazi-Reich aus geplant worden ist. Okay, also eben das, was Sie miterlebt haben, alles im Zusammenhang mit Gustloff, das war dort der Auslöser und der Haupt. Das sind die Hauptbilder, die Ihnen geblieben sind. Ja, das ist sicher etwas, was uns am meisten Eindruck gemacht hat. Dann natürlich auch die ganze fast Feindschaft mit der damaligen Mittelschule, das Friederizianum, wie das geheißen hat. Da haben wir also auch ständig ein bisschen Lämpe gehabt mit den internen Schülern, die da auch schon natürlich längst vor uns immer dort gewesen sind und mit uns Davoser Buben, speziell so 14-, 15-Jährigen, doch hier und da mal ein bisschen, fast ein Kämpfchen ausgefochten haben. Wir sind dann hier und da ein bisschen singen auf der Hügel vor dem Friederizianum, hört ihr deutschen Michels, ihr sieget euch zu Tod, der Hammer und die Sichel, die bleiben ewig rot. Und dann sind sie wieder gekommen und auf uns los. Und dann haben wir dann verbalgert im Schnee draußen. Ja, das ist. Also regelrecht provoziert ein bisschen. Hat es umgekehrt von der deutschen Seite auch Übergriff gegeben? Also jetzt von der Jungen jetzt in ihrem Alter auch umgekehrt dann wieder Provokationen gegeben? Ja, sie haben natürlich auch ihre Organisationen gehabt, die NSDAP in Davos. Die sind ja fast gezwungen worden, die deutschen ansässigen Familien da mitzumachen, sei es in Erwachsenengruppen oder auch bei Jugendlichen. Sie haben ja immer wieder Vorträge und alle möglichen Anlässe, die sie durchgespielt haben. Und das haben wir natürlich auch zum Teil mitgekriegt. Wenn ich jetzt Ihnen sage, wo ich angefangen habe mit dem ganzen Filmprojekt, habe ich ja, wie Ihnen bei Ihnen auch, eben viele Leute habe ich gefragt, währenddessen da mir das zu erzählen und so. Ich habe aber festgestellt, dass jetzt immer noch, es ist jetzt immerhin 60 Jahre her, wo der Krieg fertig ist, dass die Leute immer noch, ja, wie soll ich sagen, nicht so offenherzig jetzt da bereitwillig da etwas sagen, die meisten. Da hat sogar ein paar Leute, die wirklich abgewunken haben und so.
Können Sie sich oder können Sie uns erklären, wieso das so ist? Das ist eine gute Frage. Ich habe das selber auch, als ich mal einen Vortrag gemacht habe über diese Zeit, müssen feststellen, dass gewisse hochintelligente Leute, wie ein ehemaliger Lehrer Baumgärtner, Prorektor von der Mittelschule und auch ein Major Charlie Teufen und auch noch weitere, sich geweigert haben, irgendwelche Angaben zu machen über ihre Tätigkeit, die sie wählt und hauptsächlich eben in der Zeit von 1938 bis 1944 da durchgemacht haben, das preiszugeben. Und ich weiß, dass zum Beispiel eben mein Freund, der Lehrer Baumgartner, gesagt hat, sie hätten sich geschworen, erst wenn sie gestorben sind, dürfen die Sachen nochmal wieder vorgenommen werden von dieser Organisation, die sie damals hatten. Die haben also sich geweigert, bis zu ihrem Tod da irgendetwas preiszugeben. Glauben Sie, ist das einfach aus persönlichem Impuls gekommen, die Verweigerung, oder glauben Sie, ist das wie verschworen worden? Ja, ich glaube, die haben das schon praktisch verschworen, weil ich habe den Lehrer Baumgärtner, den Projektdirektor später da von der Mittelschule, x-mal angegangen und ich habe ihn auch immer wieder gesehen und getroffen. Und er hat gesagt, sie hätten sich praktisch geschworen, das werde ich nie preisgeben, was sie da organisiert haben als nationaler Widerstand im Raum Davos. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, existieren irgendwelche Aufzeichnungen, die dann nach dem Ableben von all diesen Zeugen kann hervorgehoben werden? Ja, das muss existieren, speziell über der Paul Baumgärtner, der Prorektor der Vermittelschule, der hat die Unterlagen bestimmt gehabt, sonst hat er sich nicht so geweigert. Alle anderen sind natürlich längst gestorben gewesen, weil er immer noch praktisch als einziger Überlebender von dem Sicherheitskomitee, wie man das könnte nennen, da von dem nationalen Widerstand noch übrig gewesen ist. Die anderen sind alle längst gestorben gewesen. Das ist der Hauptorganisator ist der Major Jost, ein Lehrer in Davos Dorf. Und der hat dann eben mit dem Hauptmann Meier und dem Hauptmann Teufen und dem Feldwebel Schnurrenberger, die sind so die Hauptorganisatoren von dieser ganzen Aktion gewesen. Also glauben Sie, werden dann ein paar ganz interessante Sachen vorkommen? Sicher. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wer nach dem Ableben vom Paul Baumgärtner in den Sitz von dieser Sache gekommen ist, weil er hatte keine Kinder gehabt. Und seine Frau ist schon länger vor ihm gestorben. Also ich kann Ihnen nicht sagen, wer da könnte noch deren Unterlagen haben. Am allerengsten wahrscheinlich die Teufel nachkommen. Da ist ja noch, sind ja noch zwei Söhne. Da, oder, ja, das ist schwierig, von diesen Jost, glaube ich nicht, dass die zwei Mädchen, die Töchter waren, sind von dem Major Jost noch über Unterlagen verfügen. Man müsste schauen, die leben zwar noch, aber nicht mehr im Raum Davos, die sind eher im Raum Basel daheim. Und der Schnurrenberger, der Feldweiber, der auch massgebend mitgeschafft hat, der ist auch schon wild gestorben. Aber man könnte ja mal schauen, ob sein Sohn gewisse Unterlagen noch hat. Mhm. Gut, gehen wir wieder zum familiären Umkreis zurück. Wenn Sie es versuchen wollen, zu schreiben, wie ist Ihre Familie und nähere Nachbarschaft und Freundschaft, Kollegschaft mit der ganzen Situation umgegangen? Man hat sicher auch miteinander geredet gehabt. Wie ist allgemein die Stimmung gewesen? Ja, ich glaube, man hat schon gemerkt, dass eben die Situation ziemlich ernst ist. Man hat auch in den deutschen Kliniken auffallend viele junge, kräftige Leute gesehen. Und man ist auch immer wieder den jungen, kräftigen Burschen im Militäralter begegnet in ihren Rittstiefel oder so, ähnliche Militärstiefel, die sie auch hatten, die Deutschen. Und es war also auffallend,
also mal auf jeden Fall für mich, wie viele eben relativ jüngere Leute, die gar nicht einen kranken Eindruck gemacht haben, in diesen Kliniken da in Davos plötzlich aufgekreuzt sind. Das hat mal für mich und auch meine Kollegen, die mir da in den Pfade- und Ortswehrgruppen mitgeschafft haben, schon eine gewisse Bedrohungssituation hervorgerufen. Sie sind ja damals ja, Kind gewesen, oder Jugendlich. Wie alt sind Sie in der Zeitspanne? Ja, ich war da 15 Jahre dann. Also 25 Jahre geboren, 1940, 15. Mhm. Und haben dann das natürlich hautnah mitgemacht. Ja. Und eben, wir haben dann natürlich auch gehört, wo dann das Komitee mit dem Major Josta, das nationale Widerstandskomitee, uns Aufgaben zugemutet hat, haben wir dann gewusst, dass es um mehr geht, als nur um eine kleine herauszufinden, was denn die Deutschen da in Davos machen oder nicht. Haben Sie und Ihre Altersgenossen Angst gehabt? Man kann das sagen, man kann sicher nicht gerade als Angst beschreiben, aber eine gewisse Bedrohungssituation war sicher da gewesen. Weil es hat ja eben eine sehr starke Nazi-Organisation da in Davos gegeben. Eben teilweise Geschäftsleute, teilweise aber auch Patienten, alle möglichen Leute. Wir haben ja sogar ein Konsulat da in Davos gehabt. Und da haben auch Leute geschafft, die natürlich Erznazi waren. Also da war schon eine gewisse Bedrohung. Dann natürlich auch immer wieder die Schule, das Filtritianum. Aber da hat es junge Leute, wo man das Gefühl hatte, die würden besser in eine Militäruniform passen als in die Schule da in Davos. Die sind natürlich auch vorhanden gewesen. Jetzt ist es ja so, bevor das Nazitum aufkam in Deutschland, bevor man hätte sagen, ja, Deutschland, das ist ein gefährlicher Nachbar, hat Davos ja auch schon immer Deutsche beherbergt. Vor allem auch Patienten. So wie heute, so wie ich die Situation heute kenne, nehme ich einmal an, dass es früher, bevor das alles losgegangen ist, sicher auch Freundschaften entstanden sind zwischen Davos, also den Einheimischen, und den Deutschen. Hat es das bei Ihnen in der Familie eventuell auch gegeben? Freundschaften, Bekanntschaften? Ja, wir haben natürlich speziell in unserer Familie, weil wir aus Handwerkerkreisen stammen, sehr viele Leute kennt, die aus ganz Mitteleuropa praktisch nach Davos eingewandert sind. Das sind mal Nummer eins, sicher sind Deutsche gewesen, Geschäftsleute, dann natürlich die ganzen Bauhandwerker und Bauunternehmer, Italiener, dann aber auch Tschechen, hauptsächlich Schneider, da sind sehr viele eingewandert, aber auch Österreicher, Südtiroler, haben wir ganzen Haufen da in Davos Ansätze gehabt. Mit denen sind wir natürlich zum Teil auch befreundet gewesen. Das ist ganz sicher nicht auszuschliessen. Auch mein Grossvater ist eingewandert, um 1865 rum nach Davos. Ist auch einer von diesen Zugelaufenen, wie wir das in Davos genannt haben, gewesen. Also auch in unserer Familie haben wir natürlich gewisse Verbindung gehabt. Auch mit ehemaligen Deutschen, die haben wir auch heute noch. Mhm. Unsere Familie gibt es noch in Rom-Mannheim, dann in Rumänien, in Siebenbürgen. Und auch in Amerika haben wir noch Glieder von unserer Familie, wo wir noch etwas Kontakt mit ihnen haben. Und meinen Sie, hat der Kontakt, den man ja pflegt, hat das darunter gelitten, wo man dann gemerkt hat, ja, die Deutschen, auf welcher Seite ist jetzt wer? Haben denn da die eigentlich vertrauten Kontakte, hat das gelitten? Ja, das war sicher so, weil wir haben auch unter den sogenannten zugelaufenen Geschäftsleuten haben wir Familien und ganze Rudel gehabt, die sich sehr stark mit der Nationalsozialistischen Partei identifiziert haben und wo wir dann nicht mehr auf dem gleichen Niveau hätten können mit ihnen verkehren. Man hat es dann mit der Zeit natürlich gekannt, aber die sind damals so stark gewesen, dass sich die sicher nicht um Davos gekümmert haben.
Auch der damalige Polizeikommissär, das war Herr Badruck, der hat da Schwierigkeiten gehabt, gegen die Leute aufzutreten. Und auch der damalige Landemann, Dr. Kasper Lähli, der hat enorm Schwierigkeiten gehabt und hat sich also nach unserem Begriff zu wenig können durchsetzen gegen die Nazi-Organisationen, die wir da in Davos hatten. Wahrscheinlich auch, weil die Bedeutung dieser ganzen Sache weit über Davos Grenzen rausgegangen ist. Das war sicher so gewesen. Und man hat natürlich gewusst, dass das nicht nur Davos betrifft, sondern dass da eine allgemeine Fremdlerorganisationen und weiß ich was alles in der Schweiz vorhanden sind damals, die sich schon zum Teil mit dem Gedanken gepflegt haben, dass einmal vielleicht der Anschluss ans Reich kommen sollte. Ne? Wo sind die grössten Probleme für die Davoser Bevölkerung? Was hat die ganze missliche Situation von damals die grössten Probleme für die Einheimischen ausgelöst? Ja, das war sicher, dass die gewisse Nazi-Organisationen da in Davos eben von so praktisch Parteizellen die Geschäftsleute unter Druck gesetzt haben. Und sie praktisch fast gezwungen haben, auch mitzumachen in ihren Nazi-Organisationen, alle möglichst auch Frauenorganisationen. Und die Geschäftsleute, dann ist eigentlich fast nichts anderes übrig geblieben, als einfach mitzuziehen. Sonst wären sie also so finanziell auch unter Druck geraten, weil sie einfach nicht mehr berücksichtigt worden wären. Weil halt doch da die Heilstätten da in Davos wichtige Kunden sind von den Davoser Geschäftsleuten. Da hat man kein Mikro und kein Coop und nichts gehabt. Das ist alles durch die Davoser Geschäftsleute auch über Lebensmittel ausgeliefert worden. Dann natürlich auch Heizöl, Kohlen und weiss ich was alles. Das sind die grossen Kliniken, die sind natürlich ganz, ganz wichtige Kunden gewesen. Und da mussten die deutschen Geschäftsleute einfach mitziehen. Sie haben auch eben dann zum Teil ihre Söhne müssen, in den Krieg schicken. Das ist dann, kommt sicher später mal noch zur Sprache. Da sind einige nicht mehr zurückgekommen, die dann davor aufgewachsen sind, sich also praktisch fast als Schweizer gefühlt haben und plötzlich müssen im Deutschen Reich da als Wehrmachtsangehörige mitwirken. Hat es auch Deutsche gegeben, die sich gegen das Nazitum gestellt haben, da in Davos, und sich dann, ja, wie soll ich sagen, wie fast wieder auf die Davoser Seite gestellt hat? Das hat sicher vereinzelt gegeben. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, wer das war. Das waren die Menschen, die natürlich schon die zweite Generation in Davos waren. Aber zum Teil immer noch Deutsche waren. Weil es haben sich nicht alle Geschäftsleute in Davos zu dieser Zeit, 1935 bis 1945, Einbürger wollen in Davos. Hat er gesehen. Und gesagt, wir lieben Deutsche, wir brauchen das nicht. Wir sind bis jetzt, seit weiss ich, wenn die Deutsche waren und werden es auch noch bleiben. Ich habe bei der Recherche immer wieder mal etwas gehört, dass es auch Davoser gegeben hat, die sich umgekehrt auf die deutsche Seite gestellt hat. Sogenannte, bös gesagt, Kollaborateure. Können Sie etwas dazu sagen? Ja, das müsste ich mir also tatsächlich noch mal ein bisschen länger können durch den Kopf gehen lassen, ob wir da wirklich Schweizer hatten, die da wirklich, ja, kann man es also nicht recht vorstellen. Es sind also, schon der Grossteil ist schon natürlich gewesen, dass von 1860 bis 1900 die ganzen Handwerker eingewandert sind in Davos. Das hat eine ganz besondere Bevölkerungsgeschichte gegeben, wo dann dort raus natürlich eben dass der gewisse Deutschtum wiederentwickelt können werden, wo dann die Nazi gekommen sind. Aber zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg ist da relativ wenig gegangen. Und dann eben vielleicht in den 30er Jahren dem Sinn, dann ist es dann stärker geworden durch den Einfluss der Deutschen in Davos. Aber vorher, ja, das ist also sicher nicht maßgebend gewesen. Mhm.
weiten wir mal das Radar ein bisschen weiter aus, schweizerweit. Sind Sie der Meinung, dass Bern, also die Hauptstadt, die Regierung, entsprechend der Situation, wie wir es da was hatten, korrekt und auch umfangreich genug reagiert hat? Ja, es hat also sehr viel gebraucht, bis der Schweizer Bundesrat angefangen zu reagieren hat. Mit Soldaten müssen Pilegola, wie der geheißen hat, im Bundesrat. Der hat ja, ist ja Außenminister gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat lange sich zurückgehalten, bevor irgendwelche Massnahmen, die schon lange aus Offizierskreisen der Schweizer Armee gefordert worden sind, angefangen durchzuführen hat. Er hat sich also sehr lange geweigert, die Nazi irgendwie, ja, verbieten kann man nicht sagen, aber doch ein bisschen ins Enkel stellen, und dass die Schweiz eben im Sinn hat, nicht eine weitere Provinz vom Nazi reich zu werden. Das hat man dann also dann schon gehört. Auch. Dann ist natürlich die Offiziersorganisationen, die sich da stark gegen die Nazitum schon früh aufgelehnt haben. Umgekehrt haben wir wieder Organisationen gehabt, die pro-Nazi sind, auch zum Teil Offiziere. Das war schon ein bisschen ein Hickhack hin und her in dieser Zeit. Hat es von außerhalb von Davos oder außerhalb von Graubünden zugelaufene Hilfe für Davos gegeben? Also kann man sich vorstellen, sind Schweizer nach Davos gekommen, um dem Widerstand zu Davos zu helfen? Das glaube ich nicht. Das sind der Grossteil, der sich da organisiert hat für den nationalen Widerstand mit Schwerpunkt Davos. Das sind schon Davoser Familien, die sich da zusammengerauft haben. Man hat dann auch die sogenannte Ortswehr gegründet, da in den Anfangs 40er Jahre. Das sind teilweise einfach ausgemusterte ehemalige Wehrmänner gewesen, die sich neu organisiert haben in einer Organisation, wo der Major Akkola dann da organisiert hat. Die haben ihr Hauptquartier im Waldhaus hinein gehabt, das war ein altes Gasthaus gewesen. Und von dort aus hat man dann alle möglichen Überwachungsaufträge und Bewachungsaufträge hat die sogenannte Ortswehr organisiert. Und das sind aber praktisch natürlich alles Davoser gewesen. Aber auch ehemalige Wehrmänner, die das Gefühl haben, wir müssen etwas machen. Jawohl, da kommen wir jetzt gerade auf Sie nochmal zurück. Wenn wir zurück in die Pfadfinderei, was Sie vorher gesagt haben, dass Sie da mit Überwachungsarbeiten und Arbeiten betraut worden sind, um die Aktivitäten der Deutschen genau unter die Lupe zu nehmen. Können Sie da uns ein bisschen etwas erzählen? Ja, das kann ich sicher, weil das ist etwas, was einem natürlich bleibt. Wir sind von dem aktiven Anti-Nazismus-Komitee da eben unter dem Major Jost und dem, wo wir da vorher schon geredet haben darüber, praktisch eben dem Herr Fritz Schnurrenberger, das war der Abteilungsleiter von der Pfade damals, sind wir praktisch aufgeboten worden. Wir haben hinter dem Hotel Meierhof im Zelt gelebt, sind zeitweise gar nicht mehr in die Schule und haben dann täglich irgendwelche Aufträge gekriegt, um die Obernazi da in Davos, das sind hauptsächlich natürlich auch die Verwalter von den Heilstätten und ihre höher gestellten Angestellten, die zu überwachen. Wir haben ganz klare Aufträge gekriegt, wenn wir müssen heute überwachen oder morgen oder übermorgen. Wir sind dann natürlich auch entsprechend ein bisschen instruiert worden, wie man das machen sollte, dass wir nicht auffallen. Wir haben zum Beispiel vor einem so ein Sanatorium Fußball gespielt die längste Zeit. Und wenn dann der Chef rausgekommen ist, dann hat sich dann einer langsam mit dem Velo abgesetzt und hat dann geschaut, wo der hingeht, mit wem man sich trifft. Dann ist ein Rapport geschrieben worden, Herr Hanke trifft sich mit Herrn so und so, Herr Offik im dem und dem Haus, um 12.30 Uhr kommt er, ist wieder rausgekommen, ist dort hingegangen. Man hat also die Obernazi da in Davos, haben wir als
13- bis 16-jährige Buben, kann man nicht anders sagen, haben mir da ganz gezielt geholfen, überwachen. Und ist, so wie Sie es mir einmal erzählt haben, es war nicht allen wirklich bewusst gewesen, wie gefährlich das eigentlich war? Ja, das war schon so gewesen. Wir sind ja nicht irgendwie bewaffnet gewesen oder irgendwem. Und das hätte natürlich ohne weiteres einmal passieren können. Das ist da speziell im ehemaligen Heilstätt Wolfgang, wo man da durch die Wälder, die haben ja ziemlich Wald ums Haus herum gehabt, da ist sich jemand bewegt, dass da mal einer hätte können geschnappt werden und hätte etwas können passieren. Wir haben ja auch dort langs Zeit einen Störsender und einen Geheimsender von der deutschen Nazi-Organisation Davos geholfen suchen und haben den dank eigener Detektoren, die einer von unseren Pfade konstruiert hat, den Sender auch gefunden. Und das war natürlich ein riesen Erfolg für uns, für unsere Gruppe, wo wir da die Überwachung eben auch mitgeholfen haben, organisieren. Derjenige, der den Detektor gebaut hat, ist das einer gewesen, in Ihrem Alter oder ist das schon älter gewesen? Nein, das war ja etwa ein 14-15-Jähriger. Das war so ein Hobby-Radio-Fan, der so einen Detektor hat können bauen. Und man hat ja jahrelang vor allem den Geheimsender probiert zu finden von der Schweizer Abwehr. Und die haben den nicht gefunden. Die haben einfach nicht genug können herren an den Sender. Und unsere Gruppe hat das natürlich als einen riesigen Erfolg verbucht, dass wir dann können mithelfen, den Geheimsender da von der Nazi Davos zu eruieren. Können Sie da ein bisschen genauer erzählen, wie das war? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist da einfach eine Gruppe mit Kindern mit dem Detektor in den Wald? Und hat das versucht, man hat auch den Sender hier und da mal gehört. Aber man konnte nicht herausfinden, also auf jeden Fall die schweizerische Abwehr von der Anti-Abwehrgruppen da in der Schweizer Armee, die sind x-mal da auftaucht und haben probiert, den Sender zu finden und haben den nicht gefunden. Und ganz per Zufall eben haben wir so einen Radiotüftler da in unserer Gruppe gehabt, bei diesen 15-, 16-Jährigen, die können mit Direktoren arbeiten, die sehr, sehr empfindlich waren und hat dann können auf einem Baum oben den Sender ausfindig machen in der Nähe vom Sanatorium Wolfgang. Also Konsequenzen hat das nachher gehabt, dass man den Sender gefunden hat? Ja, das hat natürlich schon ein bisschen böse Blut gesehen davon, weil das ist natürlich dann zum Teil auch ein bisschen publik gemacht worden als Erfolg und weiss ich was alles. Wir sind natürlich auch nicht aufs Maul gehockt, haben das auch ein bisschen erzählt, obwohl wir nicht hätten dürfen. Aber für die Deutschen war das natürlich schon ein bisschen Blamage. Und man hat dann gewisse Interventionen von den Nazi-Organisationen dann auch erfolgt. Was da, die Bürschli da hinten da machen, die da in ihren Geländen, und was die eigentlich denken, die da. Das ist natürlich schon ein bisschen publik geworden. Ist eigentlich auch schweizweit bewusst gewesen, was da Davos los ist? Also die Schweizer Bevölkerung, haben die da gewusst, was da... Ich glaube, das ist schon ein bisschen publik geworden, dass Davos vorgesehen ist als die neue Hauptstadt des Gaues Schweiz. Und dass da gewisse Leute in Davos praktisch eingeschleust worden sind, wo immer auch zum Teil in dem sogenannten Konsulat, das ist vis-à-vis vom heutigen Hotel Europe gewesen. Das Haus steht immer noch und dort ist auch zum Beispiel eine Hakenkreuzfahne jeden Morgen aufgezogen worden. Und das hat natürlich dann schon, hat man gewusst, dass da gewisse wichtige Nazi-Funktionäre, die schweizweit tätig sind, auch in Davos da eingeschleust worden sind. Unter anderem eben da der vorgesehene Gauleiter Schweiz, Wilhelm Gustloff. Das war einer von denen gewesen. Aber es hat noch eine ganze Serie andere gehabt. Ja. Wenn Sie jetzt Ihre
zurückdenken nochmal in dieser Zeit und schauen mal, was sie sonst noch für einen Alltag hatten, mal abgesehen davon von der Pfadi, abgesehen davon von der Schule, haben sie sicher auch die Heim geholfen bei den Eltern. Was sind so ihre Ämter, ihre Aufgaben im Alltag sonst noch, um die ganze Sache zu erledigen? Ja, es ist natürlich die ganze Organisation in der Familie, das ist natürlich ganz anders gewesen als heute. Alle Kinder mussten etwas mithelfen. Speziell, wir haben in der sogenannten Alpenluft gelebt. Das ist, wo heute Kantonalbank in Davos Dorf ist. Und da hat man natürlich erstens mal über Brennholzalltag ertragen in die Räume rauf, weil es keine Zentralheizung gegeben hat. Wir haben auch einmal in der Woche können in einem Wäschzuber baden. Der ist hergeschleppt worden von der Wäschküche und mit warmem Wasser, das man auf dem Holzherd aufgeheizt hat, ist der Wäschzuber dann einigermaßen gefüllt worden. Und da hat die ganze Familie also am Samstag einmal pro Woche hat man dann da gebadet. Das ist immer natürlich ein ganz spezieller Anlass gewesen. Das ist natürlich sehr primitiv gelebt. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, als wir das erste Telefon gekriegt haben. Das hat man im Geschäft einen Anschluss gehabt und einen Anschluss in der Wohnung. Das ist jeden Mittag und jeden Abend ist das Telefon aufgeschleppt worden aus der Werkstatt in die Wohnung und am Morgen wieder oben ab. Man hat nicht zwei Apparate vermögen. Und das ist natürlich eben schon. Ja, aber die technische Entwicklung ist natürlich da noch sehr, sehr weit zurück gewesen. Was wir viel gemacht haben, schon damals, das war Sport gewesen. Wir sind ja damals schon, haben wir unsere Skiausrüstungen gehabt. Wir können also im Winter, den ganzen Winter Skifahren und Schlitteln und Schlittschuh laufen und haben auch angefangen Hockey spielen. Das ist also sehr früh schon möglich gewesen. Und das ist einer von den wenigen, ja, wirklich Tätigkeiten gewesen, die wir dank haben, dank unseren Eltern haben können ausüben. Sind damals Ihre Eltern, wenn ich es richtig verstanden habe, auch im Schuhgeschäft tätig gewesen? Ja, mein Grossvater, der ist um 1865 ist er eingewandert. Und der hat dann ziemlich bald selber angefangen, einen Betrieb. Und heute haben wir ja schon die vierte Generation von unseren Leuten sind immer wieder im Schuhbusiness tätig gewesen. Und das ist also eben bis 1865 rum zurückgegangen. Ja, hat also mit normalen Schuhwerk eigentlich angefangen bis heute? Ja, da haben wir natürlich auch normale Schuhe, alles nach Maß angefertigt. Es hat ja praktisch kaum Schuhfabriken gegeben zu dieser Jahre. Die sind erst Ende vom 19. Jahrhunderts sind dann die ersten Schuhfabriken aufgegangen. Vorher ist alles von Schuhen, sind alle von Schuhmachern angefertigt worden. Wir haben ja in Tavos damals um 1925 haben wir etwa 22 Schuhmacher gehabt. 45 Schneider, da kann ich mich auch noch erinnern. Das sind enorm eben Kleider und Schuhe, das ist also praktisch alles direkt abgefertigt worden. Man hatte keine fixfertigen Kleider, auch keine fixfertigen Schuhe. Das ist alles abgefertigt worden. Und wir daheim haben uns zum Beispiel unsere Skikleider. Die sind zum Teil noch aus alten Regenmänteln, die noch oben waren, haben wir Skihosen gemacht. Da sind Schneider drin gekommen und haben uns da dann eben unsere Skikleider gebastelt. Und so haben sie können eben den Sport nachholen. Jawohl. Gibt es irgendwelche Davoser oder eben auch Deutsche, die in dieser Zeit irgendetwas Bemerkenswertes, etwas Erwähnenswertes geleistet haben, wo nicht so zur Geltung kommt in der Öffentlichkeit? Ist Ihnen irgendeine Person in Erinnerung, wo Sie meinen, mal, das war jetzt heldenhaft gewesen, oder das ist jetzt etwas ganz Tolles? Also einer, der sich natürlich sehr stark gegen die ganze NATO-Geschichte gewehrt hat, das war der Moses Silberroth gewesen. Ein Advokat, der in Davos ansässig war. Er hat ja heute noch Verwandte in Davos. Ein Enkel, der da noch ist. Und auch eine Enkelin, die ich persönlich auch kenne.
Und das ist schon einer, der sehr stark immer gegen die Nazi auftreten ist und auch entsprechend angefindet worden ist von allen Seiten. Er war ja jüdischer Abstammung, hat sich aber nicht gescheucht, auch eben gegen die Erznazis immer wieder aufzutreten. Und das wäre sicher einer von den Ersten gewesen, wo so den Kragen gegangen wäre, wenn wirklich die Deutschen in der Schweiz oder in Davos da einmal das Sagen gehabt hätten. Ja, stimmt es, dass es in verschiedenen Gebäuden, dass da auch so in deutschen Händen waren, dort Bewaffnung und taktisches Material angehäuft worden ist, eben für den Fall der Fälle? Also da bin ich ehrlich gesagt überfragt, ich glaube es auch nicht. Denn die Organisation da eben von Major Jost mit seinen Leuten, die hätten das bestimmt mitgekriegt, wenn da gewisse Waffenansammlungen tatsächlich vorhanden gewesen sind. Ich kann mich zwar erinnern, dass im Frühling 1940 vor dem heutigen Hotel Valbella, das ist das deutsche Kriegerkurhaus gewesen, Maschinengewehr aufgestellt worden sind und die Schweizer Armee dort praktisch in Stellung gegangen ist. Das ist das Bataillon 241, das da in Davos sesshaft war, wo der Major Jost kommandiert hat. Und die haben also schon Angst gehabt, es könnte da etwas passieren. Und haben dann eben Maschinengewehrstellungen da aufgebaut. Sie haben vorher etwas erwähnt von den deutschen Personen, die ansässig sind. Sie sind schon seit so schon zweite Generation oder auch schon dritte Generation, die deutsch geblieben sind, haben müssen aus dem Land raus zum Deutschland dienen, nicht mehr zurückgekommen sind. Kennen Sie da irgendwas, eine Geschichte, ein Schicksal? Ja, da haben wir natürlich einige gekannt. Das sind speziell eben auch Söhne von Handwerkern, die eben deutsch geblieben sind, weil sie aus geschäftlichen Gründen haben fast gezwungen worden sind, deutsch zu bleiben. Aber auch der, die das Gefühl hatten, eben, wir sind Deutsche, wir bleiben Deutsche. Und auch dann eben im Zweiten Weltkrieg ihre Söhne zum Teil da geopfert haben. Das hat also, da kenne ich einige Beispiele. Sind junge auch, Leute, die nicht mehr zurückgekommen sind. Sind auch derige wieder zurückgekommen? Es sind auch sicher derige wieder zurückgekommen. Ich kenne einen, der jetzt noch in Davos lebt, der sehr viel könnte erzählen könnte. Ich kann es den Namen nicht gut nennen, man müsste zuerst mit ihm mal Kontakt aufnehmen. Der weiß noch sehr, sehr viel über die Zeit und scheint es eben auch selber mal noch eine Weile lang in der deutschen Wehrmacht zu sein. Ohne jetzt den Namen zu nennen, wie geht es dieser Person jetzt? Ja, der ist absolut praktisch natürlich. Der ist in Davos aufgewachsen, ne? Und ist heute natürlich Davoser wie wir alle anderen auch. Ein sehr, sehr aktiver Mann noch. Ist einer von den wenigen, die aus dieser Generation noch lebt. Ne? Und den könnte man natürlich auch mal interviewen. Der weiß also sehr viel natürlich, ja, was wir nicht wissen, weil er aus einer so deutsche Familie stammt. Als der Krieg vorbei war, Deutschland kapituliert hat, ist ja wie ein ganz grosser Stein von der Seele von der ganzen Welt angefallen, natürlich auch hier zu Davos. Wie ist denn dort so, wie kann man in irgendeiner Art und Weise die Stimmung in Davos denn beschreiben? Ja, das ist bald beschrieben, das ist einfach die grosse Revanche ist gekommen. Jetzt haben wir gesagt, diese Saunazis, wenn man jetzt einmal an den Kragen, man hat ja einen Haufen, hat man also praktisch weggejagt. Ausbürgert fast. Ja. Und es hat also sehr viele Deutsche gehabt, die man praktisch zum Land ausgehängt hat. Ja. Ich kann mich erinnern an einige Fälle, wo es also den Deutschen gar nicht mehr gut gegangen ist in Davos. Die haben also müssen verschwinden auf Deutsch gesehen. Ist das eine lange Zeit gewesen? Nein, das war speziell natürlich dann 1945, kurz nach der Kapitulation von der deutschen Wehrmacht. Dort ist natürlich losgegangen, auch in Davos. Da
Da sind nochmal zuerst alle da, die sogenannten Beamten da vom Konsulat und was da alles rum war. Die hat man natürlich mit Glanz und Gloria zum Land ausgejagt. Aber dann auch teilweise eben Leute, die da schon länger ansässig waren, haben müssen gehen. Die waren nicht mehr tragbar. Wie ist es eigentlich der Davoser Wirtschaft gegangen? Direkt, so direkt nach dem Weltkrieg, da kann ich mir vorstellen, da ist nicht mehr viel getroffen. Nein, das war also relativ schlecht gewesen, weil die ganzen Kliniken sind natürlich praktisch nicht mehr, die haben keine Belegung mehr gehabt. Weil das sind ja der Grossteil sind ja deutsche Gäste gewesen, die in den Heilstätten gewesen sind, wie man das damals genannt hat. Und die haben also fast nicht mehr können existieren, die sind sehr, sehr schlecht dran gewesen. Wir haben ja dann eine Weile lang noch amerikanische Piloten da in Davos, die da interniert worden sind. Und etwas Polen, die auch da interniert worden sind, also ehemalige von der polnischen Armee, die in Frankreich dient hat, die da auch in Davos interniert gewesen sind. Das war noch ein bisschen ein Lichtblick gewesen, aber sonst war es natürlich eine grosse Krise gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Deutschen dann also praktisch weg sind. Es gibt ja das Stichwort, dass Davos nachher dann noch den grossen Aufschwung erlebt hat. Ja, das ist natürlich dank einigen sehr, sehr weitsichtigen Davoser, die sich speziell gesagt haben, was können wir jetzt machen. Und da ist man dann auf den Sport gekommen. Und da hat dann speziell ein Herr Gredig von dem ehemaligen Flühlenhotel, der Großvater von dem Schriftsteller Urs Gredig, der hat mit anderen Leuten zusammen das fertiggebracht, die Parthenbahn zu organisieren. Und die ist ja dann ja 1931 gebaut worden. Und man hat dann sehr rasch eben können einen gewissen Ersatz für die Lungenpatienten, die man da hatte, voran nach dem Krieg dann den Sport organisieren. Das ist dann praktisch das neue Standbein gewesen. Gewisse Kliniken sind geblieben, aber doch ein grosser Teil der Hotels hat ja umgestellt. Man sieht das ja auch in Davos, alle die Häuser, Hotels, die heute grosse Balkone dran haben, wo man hat einen Liegestuhl draufstellen konnte, das sind ehemalige Sanatorien. Jawohl. Irgendwann, wo das Ganze dann wieder gelaufen ist mit dem Sport, das Davos, haben ja dann wieder einmal können, oder müssen fast schon, die deutschen Urlauber kommen. Wie war das so für die Davoser Bevölkerung, wo dann plötzlich die ersten deutschen Nicht-Nazis hineinkommen sind? Hat das immer noch Probleme gegeben? Ich glaube nicht, weil das ist nicht so schnell nach dem Krieg gewesen. Was zuerst wieder gekommen ist, sind Engländer gewesen. Das war ganz eindeutig einer der Hauptkundschaften gewesen. Dann haben wir auch ziemlich etwas Amerikaner, ziemlich rasch gehabt. Und überhaupt Europäer von überall her. Aber die Deutschen sind sicher eher später gekommen wieder. Es hat schon gewisse Teile sind auch Deutsche gewesen. Aber ich kann mich erinnern, dass wir alle möglichen Leute hatten, die speziell nach Davos kamen. Und natürlich die Hauptkundschaft waren Schweizer gewesen, das ist ganz sicher. Wenn man die alten Bilder anschaut, da die Schlange vor der Parthenbahn bis zum Hotel Seehof hinten, achter Reihe, wo bis zu 3 Stunden gewartet haben, dass einmal haben können auf Parthenhofen fahren. Dann hat man gewusst, was für ein Erfolg das war, was die weitsichtigen Davoser da organisiert haben. Hat sozusagen Davos wieder auf Beine gestellt? Ja, das ist schon so. Nur dank der Sportorganisation ist das gekommen. Letzte Frage. Wenn Sie jetzt von heute bis ganz zurück in das ganze Leben so mal zurückspulen und nochmal alles so Revue passieren, was Sie alles erlebt haben, nicht nur der Krieg, sondern auch alles, was später, der Aufschwung und so weiter, gibt es irgendetwas, wo Sie in einem kurzen Satz oder in 2, 3 kurzen Sätzen würden der Generation von heute, der jungen Generation von heute, würden gerne mitgehen? Ja, das ist ein bisschen schwierig, das so aus dem Ärmel rauszuschütteln. Aber ich würde sagen, was wir und auch unsere Vorgänger
Und unsere Nachfahren machen sollten, dass sie auf alle Fälle Davos als Sportort erhalten müssen. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und dass man auch den Kongresstourismus müsste fördern, indem das speziell neue 4- und 5-Sterne-Hotels gebaut werden oder umgebaut werden von den alten Kliniken zu den Kliniken. Wir haben eindeutig unsere Hotelqualität, die ist nach meinem Dafürhalten nicht mehr ganz genügend. Gibt es irgendetwas noch, was in der ganz jungen Generation, also Schüler, Jugendliche, noch etwas würden mitgeben würden auf den Weg in ihr zukünftiges Leben? Ja, das ist auch nicht ganz so einfach zu sagen, aber ich glaube, jeder, der will, hat die Möglichkeit, sich in Davos auch eine Existenz zu schaffen. In Davos geht es nicht schlecht, auch wirtschaftlich nicht. Auch Leute, die sich als Handwerker betätigen wollen, haben gute Möglichkeiten. Aber auch, man sieht, was Ärzte und Akademiker für Möglichkeiten haben. Also Davos ist sicher ein Platz, wo man auch in Zukunft gut kann leben. Also glauben Sie, Davos ist auf dem richtigen Weg? Ich glaube wohl. Klar hat es gewisse Probleme, das gibt es aber überall, aber wenn man vergleicht mit anderen Orten, geht es Davos also sicher nicht schlecht.